Hallo ihr Lieben, heute wollen wir zusammen ein paar Steine bemalen und zwar zeige ich euch einmal, was euch erwartet. Und zwar wollen wir heute zwei so niedliche Steine bemalen. Einmal einen Marienkäfer und einmal eine Biene. Dann wünsche ich euch viel Spaß. So, was ihr dafür benötigt, sind ein paar Steine. Das sind jetzt, ja, die habe ich einfach draußen gefunden und die möchte ich jetzt mit euch bemalen. Genau, also sucht euch einfach ein paar schöne Steine aus. Je nachdem, was ihr bemalen möchtet, also wie der Stein aussehen sollte, ist es vielleicht besser, einen etwas runderen Stein zu nehmen. Wie gesagt, da ist eurer Kreativität freien Lauf gelassen. Dann braucht ihr Pinsel. Am besten einen etwas, ja, breiteren, um die besser zu grundieren. Und dann noch einen etwas feineren Pinsel, ja, um am Ende halt besser die Steine zu verzieren. Genau, ich werde dafür jetzt einfach Acrylfarbe nehmen. Da habe ich hier noch diese übrig oder auch hier diese großen. Muss ich jetzt mal ausprobieren, was am besten klappt. Genau, dann habe ich hier auch noch eine, die so ein bisschen glänzt. Genau, Wasser zum Pinsel auswaschen. Ja, vielleicht noch hier ein Tuch, um die Pinsel abzutupfen. Und ich werde die, bevor es losgeht, jetzt erst einmal mit weißer Farbe hier bestreichen, damit man das Muster später besser erkennen kann. Ich werde das Video jetzt ein bisschen schneller stellen, damit es euch nicht zu langweilig wird. Ja, und dann habe ich hier noch, um die Farbe irgendwo drauf zu machen. Wichtig ist als erstes am besten eine Unterlage drunter legen. Da habe ich jetzt das hier. Das werde ich mir jetzt hier einmal drunter legen. Und dann kann es losgehen. Als allererstes nehme ich mir die weiße Farbe und bepinsel die Steine einmal weiß ein, sodass man sie später besser mit der bunten Farbe halt bemalen kann und das Ergebnis schöner wird. Wichtig ist hier, das jetzt erst gut trocknen lassen, bevor ihr die Farbe drauf malt. Dann nehme ich mir hier eine rote Farbe und male einmal den Stein rot an. Dafür könnt ihr die Unterseite erstmal freilassen, weil ja, der Marienkäfer unten drunter nicht rot werden soll. So. Genauso mache ich das mit dem anderen. Nur da das ja eine Biene werden soll, wird der erst einmal gelb angemalt komplett. So, einmal komplett den Stein einfach gelb anmalen. Ja, alles gut verstreichen. Und wichtig ist auch hier wieder diese Schicht gut trocknen lassen. Anschließend nehme ich mir beide Steine und male die Unterseite in einem Grauton an. Dafür habe ich mir ein bisschen Weiß und Schwarz gemischt und male einfach den Bauch des Marienkäfers einmal grau an. Genauso mache ich das mit der Biene. Auch das wieder gut trocknen lassen. Jetzt nehme ich mir komplett schwarze Farbe und male mir einmal einen Halbkreis obendrauf. Das soll nämlich später der Kopf werden. Und male den einmal komplett schwarz aus. So einmal oben den Halbkreis, unten auch so ein, ja, bis wo das Grau halt anfängt, so ein Halbkreis. Und habe das alles einmal schwarz ausgemalt. Auch diese Schicht erstmal wieder gut trocknen lassen. Und dann male ich mir ja, den Rücken des Marienkäfers. Dafür nehme ich mir einen dünnen Pinsel und schwarze Farbe und male einfach einmal genau in der Mitte quer drüber einen schwarzen Strich. Das soll dann die Flügel andeuten. Dann bekommt der Marienkäfer noch Fühler. Das mache ich genauso wie den schwarzen Strich, nur eben rechts und links daneben eine geschwungene Linie. Das mache ich auch mit einem dünnen Pinsel und schwarzer Farbe. Genau, und da es ja ein Marienkäfer sein soll, der hat ja schwarze Punkte, male ich jetzt einfach auf dem Rücken ganz willkürlich ein paar schwarze Punkte drauf. Die müssen auch gar nicht alle die gleiche Größe haben. Die können ruhig unterschiedlich groß sein. Ich fand dann, das sieht sogar ein bisschen schöner aus.
Und mal einfach ja, ein paar schwarze Punkte auf den Rücken drauf. Wie gesagt, wie ihr da Lust habt, wo ihr das hinmalen möchtet. So, als nächstes braucht der Marienkäfer noch ein Gesicht. Da fange ich an mit der Nase. Dafür nehme ich mir wieder graue Farbe, weil schwarz auf schwarz würde man ja nicht sehen. Und mal mir einmal so ein Oval. Also nicht ein Kreis, der ganz rund ist, sondern ruhig so ein bisschen oval. Das sieht, ja, ich fand, das wirkt dann ein bisschen echter. Und mal mir hier einfach mal ja, so ein Ovalkreis da drauf. Genau, das mache ich jetzt auch mit der grauen Farbe und vermische das noch so ein bisschen mit Schwarz in der Mitte. Und so als Highlight, als Lichtakzent mache ich noch so einen weißen Strich drauf. Dann braucht der Marienkäfer noch Augen. Dafür nehme ich weiße Farbe und mache auf die Nase ja zwei Kreise im Prinzip, wie ihr das hier seht. Dann braucht der Marienkäfer noch einen Mund. Dafür nehme ich auch weiße Farbe und mal einfach unten ein Lächeln ins Gesicht. Jetzt gehe ich mit der weißen Farbe über die Augen noch einmal drüber, damit das schön deckend ist, weil wenn die weiße Farbe getrocknet hatte, schimmerte das Schwarz noch so ein bisschen durch und dann waren die leicht grau. Und deswegen male ich jetzt einfach nochmal die Augen weiß an. Ich habe jetzt ja, zwei so weiße Kreise im Prinzip einmal angemalt. So, das wie gesagt gut trocknen lassen und als nächstes kommen noch zwei schwarze Punkte in die Augen rein. Und schon ist das Gesicht eigentlich fertig. Ja, jetzt verpasse ich dem noch mit der grauen Farbe zwei Augenbrauen, weil ich das ganz niedlich fand. Und dann könnt ihr den Marienkäfer trocknen lassen und der ist soweit fertig. Ja, dann können wir uns den gelben Stein zur Hand nehmen. Da soll ja eine Biene draus werden. Und da braucht ihr jetzt eigentlich erstmal nur noch schwarze Farbe und malt euch einmal hinten und vorne so einen Halbkreis und malt das einmal komplett aus mit der schwarzen Farbe. Das wird einmal ja, der Popo der Biene und einmal der Kopf. Genau, da habe ich einfach einen Halbkreis gemacht. Also ich male mir das immer einmal vor und anschließend male ich dann das aus, was ich mir vorher so angezeichnet habe. So, das war jetzt einmal, ja, wie gesagt, der Popo und das gleiche mache ich jetzt einmal mit dem Kopf. Den Kopf mache ich ein kleines bisschen größer, also ein bisschen mehr schwarz und male mir auch das einmal komplett aus. Wichtig ist hierbei, dass ihr versucht, nicht auf die flüssige Farbe halt zu packen, weil das würde Fingerabdrücke geben. So, und als nächstes fehlen der Biene jetzt noch die Streifen. Da male ich mir jetzt einfach, wo jetzt hier der breite gelbe Streifen ist, noch zwei Streifen mit schwarzer Farbe drüber. Genau, also erstmal male ich mir den ersten Streifen. Dazwischen, es kommt jetzt ein bisschen drauf an, wie groß euer Stein ist. Ich habe mir jetzt hier so, ja, ungefähr einen halben Zentimeter Platz gelassen. Mal dann den ersten schwarzen Streifen, den versuche ich genauso dick zu machen, wie eben halt der gelbe Streifen ist. Und wenn der erste Streifen fertig ist, dann male ich mir den anderen Streifen daneben. Genau, und dann, ja, ich male den schwarzen Streifen jetzt nicht komplett rum, sondern wirklich nur, ja, bis zum Bauch. Und da haben wir ja dann schon die graue Farbe. Und den Bauch sieht man ja später sowieso nicht. Deswegen braucht ihr da nicht komplett einmal rumzumalen. Aber das könnt ihr, wie gesagt, auch machen, wie ihr möchtet. So, das alles gut trocknen lassen. Und auch jetzt bekommt die Biene ihr Gesicht. Das mache ich genauso wie bei dem Marienkäfer. Ich male mir als erstes mit Grau einen Ovalkreis, was die Nase werden soll. Genau, dann male ich das mit Grau aus.
Setz mit Weiß ein kleines Highlight drauf, dass der Lichtpunkt sein soll. Und dann nehme ich mir weiße Farbe und male mir zwei weiße Augen. Dafür setze ich an der Nase an und mache so einen Halbkreis nach oben und male das dann weiß aus. Genauso mache ich das linke Auge. So. Da gehe ich auch mehrmals drüber, damit das Weiß richtig schön klar ist. Ja, das lasse ich wieder gut trocknen. Dann bekommt die Biene auch noch einen Mund. Da male ich einfach einen Halbkreis unten unter die Nase, dass sie lächelt. So, die Biene bekommt noch Flügel. Dafür nehme ich wieder weiße Farbe und habe die ordentlich mit Wasser vermischt, dass sie nicht so deckt, sondern dass die Streifen noch durchschauen. Weil die Flügel von der Biene, die sind ja eher so durchsichtig. Aber durchsichtig kann man ja schlecht malen. Deswegen habe ich jetzt das Weiß mit Wasser vermischt, sodass das halt alles noch so durchscheinend ist. Genau, und da male ich mir einfach einmal die Flügel drauf. Da mache ich einmal so einen relativ geraden Strich und dann nach unten ja so rund. Auch wie ähnlich wie so ein Mond sieht das, sage ich jetzt mal aus. Ja, die Biene bekommt jetzt auch noch in Grau zwei Augenbrauen. Nachdem die Augen gut getrocknet sind, mache ich in die Mitte noch zwei schwarze Punkte. Und ja, nachdem die Flügel getrocknet sind, umrande ich die noch einmal mit weißer Farbe. Die habe ich jetzt nicht mit Wasser vermischt, sondern die kann ruhig kräftig sein, um halt so diese Linien anzudeuten. Da male ich einmal oben halt eine weiße Linie, unten ein Stück und halt einmal in der Mitte. Einfach weil es ein bisschen echter wirkt dann die Flügel. Auch diese Schicht lasse ich dann wieder gut trocknen. Das mache ich natürlich auf an beiden Seiten, dass beide Flügel gleich aussehen. Ja, und jetzt ist eigentlich die Biene soweit fertig. Jetzt nehme ich mir noch einmal die schwarze Farbe und setze in die Flügel noch so zwei, drei Linien, um Akzente zu setzen. Die kann man auch weglassen. Das könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Ja, und dann sind die beiden Steine eigentlich soweit auch schon fertig. Wichtig ist immer wirklich jede Schicht trocknen lassen, weil ansonsten versaut ihr den Stein, weil die Farben ineinander vermischen. Genau. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Steine draußen suchen und anschließend bemalen. Wenn ihr sie draußen auslegen möchtet, solltet ihr die noch mit Lack oder irgendwie wetterfest machen, denn ansonsten würde die Farbe halt verwischen, wenn der Regen draufkommt und das wäre schade drum. Aber ihr könnt sie auch sonst auch drin irgendwie als Deko aufstellen oder so, wie ihr möchtet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.